Ja, herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Gerade ist dieser Kollege wartet kurz. Yes, wartet. Wartet. Ja, der Dude ist gerade aufgetaucht und hat uns eine neue Mission gegeben. Wir sollen in den Strudel hineingehen und dann würden wir super seltene Marienkarten finden. Das werden wir jetzt natürlich nicht machen, weil wir werden jetzt ins Sushi-Restaurant gehen. Direkt zum Anfang der Folge muss man auch ein bisschen hier Leistung machen, ne? Muss auch mal sein. Wichtig und richtig. Puh, hier ist es verdammt heiß. Ist das Essen schon fertig? Sei ehrlich, ich werde dich nicht verklagen, falls nicht. Hier bitte, dieses Gericht wird deiner Inspiration wieder Flügel verleihen. Haha, sieht tatsächlich wie ein richtiger Durchstarter aus. Es sieht hervorragend aus, aber sch schmeckt es auch hervorragend? Probier es mal. Wozu ist die Animation? Achso. Ich soll das natürlich bringen. Ja, klar. Warum auch nicht? Es gibt ja auch keine anderen Angestellten, die ich bezahle. Ah, meine Inspiration ist wieder da. Ja. So eine kraftvolle Inspirationsquelle für meine Seele. So habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt, Keuch. Dieser Reis, es ist nicht einfach, in dieser Gegend Reis dieser Art zu finden. Wie hast du? Ein Freund hat mir geholfen. Es freut mich, dass es dir gemundet hat. Wenn du weiterhin solche erfolgreichen Filme machst, die einen tief im Inneren berühren, dann bist du jederzeit hier willkommen. Du bist schon ein toller Typ. Ich mag deinen Style. Vielleicht spielt mein nächster Sch Film in einer Sushi-Bar. Und die Hauptrolle spielt dann ein Mann mit einem Granatwerfer in der Hand. Was für eine Story soll das denn sein? Ha, jedenfalls ist bei mir wieder alles in Butter und das dank euch. Hier ein Roboter-Samurai-Poster mit meinem Autogramm. Ein Geschenk für euch. Meine Güte, Roboter-Samurai? Ja, haha. Du kannst dich schon jetzt auf meinen nächsten Film freuen. Er wird dich garantiert mitreißen. Nice. Warte, hat der uns 1000 Tacken ge. Hat der uns gerade. Uiuiuiuiuiui. Haben wir das sogar noch veredelt? Nein. Okay. So, 400 Tacken das Gericht. Uiuiui. So teure Gerichte mittlerweile, ne? Sonst kannst du gar nicht mehr essen gehen, wenn du nicht hier in der Brieftasche von einem verfickten. Okay, Gericht erforschen. Ich sag ehrlich, ich guck's mir immer auch sehr gerne an. 600. 650 das Gericht. Ich werde geisteskrank. Ich werde geisteskrank. Ich kann nicht mehr. Training? Dann will ich trainieren. Ja, dann trainieren wir sie hier. Oh, fuck. Wo bist du? Da. Training? Oh. Nein, warum habe ich sie denn jetzt schon wieder hin? Oh, ist so bodenlos manchmal. An dich trainiere ich auf Level 10. Also wir sind gut. Also wir haben ein richtig gutes Team. So, und jetzt reingehauen. Wir öffnen die Sushi-Bar.
komm, wer will was trinken? Du willst was trinken. Zack. Zack. Ajo, was hab ich, wie geht leer? Wer macht hier Müll? Bist du Müll? Wer macht hier Müll? Wird einer von euch Müll machen? Wird einer von euch Müll? Nein. Machst du Müll? Zu Schläge. Zu Schläge, weil du Müll machst. Nice. Nice. Oh yeah. Oh yeah. 5,0 Sterne, das ist ein dickes Ding. Stürmische Nacht. Auftrag gescheitert? Ich hatte doch gar keine Möglichkeit. Ich kann nicht mehr. Ach, egal. Egal, egal, meine lieben Freunde. Wir. Ach, Agrarbericht. Okay. Was? Reisfeld. Erntebar 0. Unkraut 1. Oh mein Gott. Wir müssen zur Farm. Unkraut hat keine Chance, meine lieben Freunde. Nicht, solange ich Sergeant Bird heiße. Na komm. Her die Scheiße jetzt. Weg mit dir. Lack. Was ist da? Oh nein, wir können noch reden. Oder nicht? Tschüss. Ab zum Boot. So, gucken wir mal, ob wir noch. Die Waffe will ich so gerne verbessern, ne? Wir brauchen 15 Fragmente dafür. Können wir hier was verbessern? Ja, bis auf maximale Tauftiefe nicht viel. Dann sparen wir mal ausnahmsweise mal Geld, ne? Muss auch mal sein. So, ein Tauchgang. Amor Zitterrochen. Ja, warum heißt der Zitterrochen? Ja, ich hab's gerade schon gelesen. 70 bis 80 Volt. Schmecken natürlich. Mit dem Sack. Du auch? Dickbauchsee. Okay, ihr werdet gegessen. Da bin ich mir sehr sicher. Ihr landet am Spieß, liebe Freunde. Am Spieß. So. Aber heute sind wir auf spezieller Mission. Wir müssen Fragmente sammeln. Unabsichtlich habe ich versucht, den abzustechen. So. Müssen Fragmente finden. Verfickte Fragmente, okay. Ja, du wirst zerkleinert. Ich mache aus dir ein verkacktes Fragment. Ist das verstanden? So. Nein. Lass mich in Ruhe, Bro. Schade, ich kann diese Moräne da nicht rausziehen, das Stück Scheiße. Ich wünschte, das könnte ich. Aber. Zack. Zack, zack. Scheiße, wir haben keinen Dings.
So, haben wir hier noch was zum Verkleinern? Oh, das kann man auch mal machen. So. Eingeschallert. Komm schon, gib mir die dicken Fragmente. Also ich weiß, hier drin werde ich keine Fragmente finden, aber ich sag das schon mal aufs Spiel. Ich sag ganz ehrlich. Oh, pass auf, wichtig. Nur wir betreiben hier eigentlich so einen Raubbau in der Umgebung, ne? Wir sind. Eigentlich sind wir schon so. Bergbau mit extra Steps. Also not going to lie about that. Weg damit. Alles meins. So, und weiter in die Tiefen. Was ist hier drin? Uiuiuiui. Rapture lässt grüßen. Der gute alte Golfschläger. Für jeden, der Bioshock gezockt hat, das war ein Game. Das war geil. Also vielleicht zocke ich das hier mal auf dem Kanal, wenn es mal wieder ein Remastered gibt. Aber nur, wenn es besser läuft als die anderen Remastereds. Weil die anderen sind... Na komm, gehen wir da nochmal rein. Gucken mal eben. War da nicht sogar... Nee. Drecksfisch. Dafür werde ich dich jetzt mit nach Hause nehmen und essen. Verstehst du das, Langnasen? Da gibt's ein Hai. Ich werde dich futtern. So. Wir haben unsere Dominanz bewiesen und können die Höhle nun wieder verlassen. Musste auch mal sein. Ja, diese Shrimps, diese Garnelen sind schon relativ nett. Boah, die wird klein gemacht. Chill, chill, chill. Ah, und immer noch mal Sauerstoff. So. Uiuiui. Oh, Garnelis. Ich sehe euch doch. Ein Stück Scheiße. So, ich sollte aufhören, die Dinger zu beleidigen. Die haben nichts getan. Am Ende enden sie auf dem Kochtopf. Im Kochtopf. Aber es ist einfach, keine Ahnung, irgendwie gehört es zum Ding dazu.
Ich frage mich, warum dieser Barracuda so schwach ist, dass wir da nicht mal so einen Kampf da bekommen. Das ist schon sehr gay. Man da nicht mal über sein Überleben kämpft. Das ist, tut mir leid für dich. So, jetzt werden wir diesen Tiger. Muss ich jetzt nicht mal meinen Sauerstoff auffüllen. Das tut mir also schon leid für den, ne? Ich meine, wenn man so auseinandergedisst wird. Kann man eigentlich nur heulen. So. Oh, oh, oh. Ein Fisch? Meins? So, jetzt ziehen wir uns eben noch den Marlin und dann würde ich dann sagen, ab an die Oberfläche. Ja, kann man fast schon so sagen. So, jetzt ziehen wir uns eben noch Ammunition. Der guckt uns halt an, der ist halt relativ schmal. Der Marlin. Ah, wohl. Scheiß drauf. So schmal ist der gar nicht. Seiner Segel auch kaputt fetzen darf. Schade, ich hätte ihn gerne ins Koma verfrachtet und dann Leben mitgenommen. Ach, das ist ein Segelfisch und kein Marlin. Die Marlins. Der Marlin ist. Das ist der Fisch, der draußen manchmal rumrennt. Viel Widerstand. Nicht von den Teilen nicht erwartet. So, sorry, aber in letzter Zeit so viele Fische so widerstandsfähig. So, jetzt sind wir aber full. Jetzt haben wir einen riesenhaften Shit. Und damit können wir dann jetzt in Ruhe auftauchen. So. Und an die Oberfläche mit uns. Und weg hier. Oh, der Sauerstoff geht immer noch flöten. Ist diese Ammunition random? Dass dieser, ob der liest oder nicht? Würde mich mal interessieren. So. Ihr werdet alle nicht gegessen, keine Sorgen. Oh. Nice. Oh mein Gott, 400 Segel. So, Schusswaffe, die werden wir direkt zur Netzkanone umdolchen und dann gucken wir hier mal.
Wir können das Er ist schon Flosse einer Dickkopfmakrele. Fragmente 50. Ich kann nicht mehr. Ab jetzt können wir eh dieses Unterwassergewehr teilnehmen. Radius 5. Also besser als der die Vierfachachsel. Magazin 8. Das ist mir wichtig. Aber wir nehmen für Zukunft. Für die Zukunft nehmen wir wieder diese. Das Netzgewehr, weil damit kann man besser fangen. So. Alter, was? Guckt euch die Menge an Kugelfischen an. Das ist ja mal absolut abartig. Oh mein Gott, und die sind alle Stufe 10. Ich kann nicht mehr. So, das hier. Warum haben wir nur jeweils immer einen? Obwohl, warte. Sternkugelfisch, ja, gut. Das bringt uns jetzt einen ziemlichen Scheißzeug. Okay, ach du Scheiße. Ich kann nicht mehr. Diese Menge an Fischen. Es ist doch bodenlos. Also mittlerweile. Das ist ja ganz ehrlich, alle züchten. Ich weiß nicht. Die können wir auch gut verkaufen. Oh, ich sag ehrlich. Schmeckt. Ja, diese Viecher, ich sag mal so, die fühlen sich nicht gut an in der Brieftasche, wenn man sie auch mal los wird. Seht ihr? Moräne hat sich noch nicht, obwohl, ja, einnehmen wir auch. Ja, also, je gefährlicher die Fische, desto besser kann man sie eigentlich ver... Oh, ich habe noch was gesehen. Jetzt habe ich schon wieder 6000. Oh. Ja, wir haben alles auf Max. Ich kann nicht mehr. Und wir werden noch so viele Tiefen erleben, ne? Es wird noch so omnipräsent werden, ne? Es wird bodenlos, sage ich euch ehrlich. Da habe ich schon richtig Bock drauf, meine lieben Freunde. Die ganzen Fischgewässer und sowas durchzuschallern. Oh, bei ihrem Shop. Ja, das holen wir nächstes Mal alles. Also, ich würde sagen, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.